Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. So, das machen wir jetzt genauso wie vorhin. Schnappen uns den Typen hier. Macht der Knopf eigentlich? Ach so. Das interessiert mich aktuell noch nicht. Ach so, ja, ich weiß, was ich mit ihm anstellen kann. Ich kann die hier zwischenstellen. Lola. Jetzt bring mal dich dahin zurück, wo du gerade herkommst. Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Du machst mir das Leben schwer. Ich bin nur nach Hause. Oder raus. In die Freiheit. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ich möchte gerne hier runter. Darf ich? Sage ich vielen Dank. Ist nicht schwer gewesen, meiner Meinung nach. So, wir kommen schon zurück hier. Achso, okay, also. Mir leid. So. Jetzt sind wir ja so gut wie fertig. Müssen wir nur noch Strom rüberbringen.
Okay, immer noch nichts. Und was? Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Heute gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Wow. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Alter. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Alter, das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Ich habe da gerade irgendwas durch die Tür huschen sehen. Ich werde mir das im Schnitt anschauen. Ich werde mir das im Schnitt anschauen und schauen, was da gerade rausgekommen ist, weil das sah ziemlich... Es sah aus wie ein Roboter. Oder wie ein anderer Mensch. Ich weiß es einfach nicht. Dahin. Fein. So. Na, fehlt noch ein Stückchen. Lecker Pampe. Aber ein ganz schlechtes Gefühl. Deswegen nehme ich aus Sicherheitsgründen den hier mit. Und schaue, was ich damit machen kann. Gar nichts. Rotauge.
Du warst aktiv. Sieht schon komisch aus. Muss man sagen. Boah. Okay, das versuchen wir jetzt gleich nochmal. Aber lass mich da mal zuerst, bevor ich wegspringe, mal schauen, wo ich etwas... Ah, siehste. Da zum Beispiel. Kannte ganz klar, was mit dem Teil macht. Komm, richtig positioniert habe ich es doch bitte. Gut. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke.